Nanü? Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Doc schickt mich, um einen Satz Datasetten abzuholen. Aber natürlich. Wir haben zurzeit zwei unterschiedliche Marken im Sortiment. Die erste Sorte heißt Platinum Proof Professional. Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität. Es gibt aber noch eine billigere Sorte. Cowboy Dodos lustige Allzweck-Datasetten. Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig, dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu. Ein Lolli? Nein. Also, welche Marke darf es denn sein? Ich nehme natürlich Platinum Proof Professional, Qualität ist mir wichtig. Ein Lolli von so billigen Werbegeschenken lasse ich mich doch nicht ködern. Na hör mal, es geht um das Bewusstsein meiner großen Liebe. Wir wissen alle, was jetzt passieren wird. Das wissen wir alle. So. Sind das auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich. Immerhin geht es hier um Golds Bewusstsein. Na, dann kann es ja losgehen. Oh, Mann. Hat es funktioniert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rufus? War ja klar. Warum drängt sich eigentlich immer, wenn ich dich sehe, dieselbe Frage auf? Wer ist der gut aussehende Typ in dem Mantel? Wo bin ich hier? Weil dich meine magnetische Ausstrahlung orientierungslos macht. Im Ernst, wohin hast du mich diesmal verschleppt? Und warum stinkt es hier so? Das ist hier der schwimmende Schwarzmarkt. Du bist in Sicherheit. Sicherheit? Rufus, ich war gerade auf dem Weg nach Elysium. Okay, schon, aber mit dem Falschen. Cletus wollte mir helfen. Und du traust diesem verlogenen Schmierlappen? Tja, wem glaube ich wohl eher? Meinem Verlobten oder seiner billigen Imitation? Was ist denn bloß los mit dir? Was los ist? Ich wache auf und finde mich in einem stinkenden Folterkeller wieder. Das ist los. Mich juckt es bereits überall, nur weil ich diese schadstoffverseuchte Luft atmen muss. Oh, mir wird übel. Ich muss hier raus. Haben Pups? Sie ist ganz schön sauer. Das täuscht. Ich habe eine gewisse Wirkung auf temperamentvolle Frauen. Sie werden temperamentvoll? Sehr witzig. Aber sie kam mir tatsächlich ein wenig biestig vor. Bist du sicher, dass du bei ihr nichts durcheinandergebracht hast? Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Erklärung. Die Datasette wurde nicht vollständig beschrieben. Fast so, als wären es die billigen gewesen. Nicht billiger als deine Ausreden. Wie es scheint, wurde ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Die Frau, die da gerade aus dem Labor gestapft ist, ist also nur ein Teil von Goal? Und nicht der angenehmste, wie ich hoffe. Echt mal, Doc. Ich dachte, du bist ein Fachmann. Es ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Dazu brauche ich allerdings alle drei Datasetten. Also auch die, die jetzt gerade in ihrem Implantat steckt. Außerdem kann ich den Eingriff nicht ohne die Unterstützung der Patientin vornehmen. Also müssen alle drei Teile von Goal kooperieren, bevor ich mit der Operation loslegen kann. Na, so wie die gelaunt ist, ist sie bestimmt ganz begeistert, sich nochmal den Schädel aufklappen zu lassen. Ja, vielleicht fängst du lieber mit einem anderen Teil ihres Charakters an. Hä? Nimm die zwei Datasetten, die noch im Auswurfschacht liegen. Und das hier. Was ist das? Eine Fernbedienung? Nicht ganz. Siehst du das Fach an der Rückseite? Leg einfach eine der anderen Datasetten ein und drück den Knopf, wenn du in Golds Nähe bist. Sag ich doch, eine Fernbedienung. Es ist schon etwas komplizierter. Die Daten werden in einen Puffer geschrieben und... Ich kann zwischen zwei Charakteren hin und her zappen. Nein. Ja, so ähnlich, aber... Wie bei einer Fernbedienung. Genau. Wie bei einer Fernbedienung. Cool.
So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Beeil dich, Rufus. Je länger sich die einzelnen Charaktersplitter an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben, umso schwieriger wird es, sie zur Operation zu überreden. Suche Goal und überzeuge sie. Alle drei Teile von ihr. Ich bereite hier schon einmal alles Weitere vor. Na dann, auf geht's. Ich habe einen Plan. Wir haben die Fernbedienung und dann zappen wir die ganze Zeit so lange hin und her, bis die Alte aufgibt und sich freiwillig operieren lässt. So machen wir's. Dann haben wir das Spiel gewonnen. So, fertig. Ist doch einfach. Warum fragen Sie mich nicht gleich? So, hier ist ein Uhr und Elektroden. Ich gucke nochmal ganz kurz Fernbedienung. So eine hätte ich mal für Toni haben. Ja. Welcher Teil ihrer Persönlichkeit hier wohl drauf ist? Ich tippe auf den süßen Hintern. Ich sag nichts. Die Datasette passt schon mal. Jetzt muss nur die Fernbedienung noch funktionieren. Dank meines Charmes wird der Rest dann ein Kinderspiel. Okay, wir werden es niemals schaffen. Fernbedienung mit Datasetten, das kann ja heiter werden. Ist ja auch so eine Fotokabine hier. Indocs Ersatzteil laden, da wollen wir eigentlich gar nicht hin. Haben wir ja sonst noch irgendwas... Ach, der Farbeimer, stimmt ja. Ausgerechnet weiß, der Spielverderber unter den Farben. So, vor Docs Werkstatt, hier ist... Weiß. Ich habe eine Idee, was wir mit dem Weiß später machen können. Wahrscheinlich für ein Kostüm. Aber so weit sind wir da natürlich noch nicht. Denn wir müssen in die Oberstadt. Da trägt man bestimmt auch wieder Weiß, so wie wir uns in Teil 1 als Cletus verkleidet haben oder so. Wieso kriegen wir eigentlich diese blöden Eier nicht da aus den Dingern raus? Und wo ist Goal hin? Goal! Goal! Willst du eine Göhler? Gondoliere, hast du nicht zufällig meine Alte gesehen? Nee. Können wir noch mal an Bord gehen? Können wir auch nicht, nee. Wo mag die hin sein? Was? Goldener Drache der Unsichtbarkeit? Ach so, natürlich. Und was ist das hier? Was Sie dort nicht sehen, ist der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Können wir den goldenen Bananenentkrümmer? Wird ja auch Zeit, dass den mal jemand erfindet. Kann ich nicht alles mitnehmen? Nee, das offenbar nicht. Den möchte ich gerne mitnehmen. Es tut mir sehr leid, mein Herr. Aber bei dem goldenen Drachen der Unsichtbarkeit handelt es sich nicht um ein Vorführmodell. Ich habe ihn gar nicht angefasst. Ich wollte nur meine Finger etwas ausstrecken und... Ahem. Ist ja schon gut. Ahem. Was ist eigentlich mit dem Typen da oben im Kopf los? Ist er sein Gehirn oder... Ach, hier ist der Bananenkrümmer. Okay. Lott-Omar. Der Hauptgewinn ist eine voll funktionsfähige Torpedo-Ausrüstung. Oh Junge, so eine wollte ich schon immer haben. Okay, wir müssen gewinnen, alles klar. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun. Man braucht nur ein unfehlbares System. Der Lottomat scheint mein System nicht zu verstehen. Schon klar. Anti-Schwerkraft-Socken und ein Saftpressenhut. Ein Saftpressenhut. Damit sehe ich bestimmt extra lässig aus. Wie ein Mann von Welt. Goal wäre garantiert hin und weg. Ich glaube auch, das sieht so schon so schäbig aus. Das ist schlimmer als diese Biermütze mit den Dosen links und rechts. Anti-Schwerkraft-Socken. Die haben hier echt alles. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oh oh. Au! Cool. Wieder runter von der Decke. Unzerstörbare Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit. Die Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit. Sieht aus wie eine normale Sonnenbrille. Nur, dass das Glas mit schwarzer Farbe übermalt wurde. Geil. Haben. So, ist natürlich ein bisschen doof hier oben. Lustig, dass sie das Ganze nochmal animiert haben, wie der Mantel so runterhängt und so. Au! So, können wir die auch mitnehmen? Eine sehr gute Wahl. Mein Herr, bitte vergessen Sie nicht, die Ware zurück an Ihren Platz zu legen, bevor Sie den Laden verlassen. Leeres Fach. In dieses Fach passt genau ein Saftpressenhut.
Kann ich da vielleicht auch was anderes reinlegen? Entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Modifizieren, Rekalibrieren und Tunen der Probeexemplare untersagt ist. Na gut, wenn wir hier sonst nichts machen können, hier haben wir die Dinger. Shop-O-Mat. Ich muss zugeben, dieser Kundenbetreuungsbot macht seine Arbeit gar nicht schlecht. Ich frage mich trotzdem, wo der Besitzer des Ladens abgeblieben ist. Eine gute Frage. Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Was verkaufst du hier denn so? In Gilligan's Gadget Garten finden Sie die unglaublichsten Apparaturen auf ganz Deponia. Gucken Sie sich ruhig um. Probieren Sie gerne ein paar Gerätschaften aus. Aber bitte denken Sie daran, die Ware wieder zurückzulegen, bevor Sie den Laden verlassen. Natürlich. Was denkst du denn von mir? Meine CPU hat eine 86%ige Wahrscheinlichkeit eines versuchten Ladendiebstahls errechnet. Was? Das ist doch eine Frechheit. Auf welcher Basis denn? Anhand mehrerer Faktoren. So wie sie rumlaufen zum Beispiel. Das ist ja unverschämt. Jetzt möchte ich aber wirklich mal neue Klamotten kaufen. Warum ist der Sockel dort leer? Der ist nicht leer. Was Sie dort nicht sehen, ist der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Das mächtigste Gadget Deponias. Ich frage mich, ob wenn wir den Generator irgendwie auskriegen, das müssen wir ja, glaube ich, ob der Roboter dann auch aus ist. Bist du ein Roboter? Der Gadgeteer hat mich gebaut, um ihm im Laden zu helfen. Ein geschickter Schachzug von ihm. Wo ist er jetzt? Diese Information ist irrelevant. Ich bin vollkommen autark. Verstehe. Wahrscheinlich ernährt er sich von abgestorbenen Hautschuppen und braucht immer da oben jemand in seinem Früchtekorb. Wo kann der Gadget hier nur sein? Wir wissen es nicht. Wir suchen ihn bereits seit Monaten. Wir? Ja, wir machen uns große Sorgen. Seine Frau und ich. Der Gadget hier ist also verheiratet? Ja. Camilla ist eine wunderbare Frau. Ich bin täglich bei ihr und leiste ihr Beistand. Es muss eine harte Zeit für sie sein. Sie sollte nicht um einen Mann trauern, der sie im Stich lässt. Sie muss auch nach vorne blicken. Das ist alles krank. Menschen sind so unzuverlässig, nicht wahr? Das sage ich, Camilla, seit Monaten. Mittlerweile gibt sie mir recht. Roboter sind so viel zuverlässiger, sagt sie. Aber beim Kuscheln weiß ich nicht. Und vor allem mit diesen zarten, kleinen Scherenhänden. Wenn du da einmal über den Kopf streichst, dann das ziehst du so runter wie ein Stück Butter wahrscheinlich. Das Gesicht meine ich. Ich bin da mal wieder weg. Beehren Sie uns bald wieder. Mache ich. Was ich jetzt aber zuerst mal mache, ist natürlich mal ganz kurz. Ich überspeichere diesen Spielstand dort. Huch, und drücke aus Versehen die falsche Taste statt Escape. 2.23 Uhr schon. Mann, ich muss aber halt mal pennen gehen. Was passiert, wenn ich jetzt rausgehe? Werde ich dann umgebracht? Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber die Ausstellungsexemplare dürfen unter keinen Umständen aus dem Ladenbereich entfernt werden. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aha. Ist ja schon gut. Ach, schade. Ich dachte, der lasert uns jetzt weg, weil der so oft darauf hingewiesen hat, dass, naja. So, und das hier sind einfach irgendwelche Dinger. Das ist kein Rätsel, na gut. Weil ich dachte, man kann mit der Tür da irgendwas austauschen und dann, naja, wie das halt so ist, dann hätte sein können. So, was haben wir denn hier? Nicht so viel. Oh, einmal mit Ködern und ein Hakenglas. Was war es noch gleich, was ich nicht mehr mit Gläsern voller Haken tun wollte? Nicht, das fällt mir schon wieder ein. Nicht mehr reinfassen.
Es sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus phosphoreszierenden Sardellen. Ach, ich erinnere mich. Das waren Zeiten damals, vor 9 Monaten ungefähr. Die will ich nicht. Es sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich. Ja, alter Prahlans. Was war es noch gleich? Ach ja, reingreifen. Aua. Das fällt dem Typen nicht auf. Jetzt haben wir einen Haken. Wir haben einen Kurbel. Dieser Idee fehlt noch der richtige Dreh. Hätte ja sein können. Zuckerglas haben wir. Warum steht eigentlich in Kneipen nie was Nützliches auf den Tischen? Wie Cayennepfeffer oder Rattengift? Können wir vergammelte Pillen in Zucker? Warum steht eigentlich wie oder Ratten? Hätte ja sein können. Ich weiß noch nicht genau, was wozu gut ist. Hier ist noch ein Eimer. Eimer geht was doch. Was mache ich denn zuerst? Die Welt retten? Den Hirnschaden meiner Freundin reparieren? Ach nein, ich weiß. Ich schaue mir diesen Eimer an. Schön. Ja, ne? Nimm doch mal mit. Einen Eimer haben wir jetzt auch und den Angler, mit dem können wir jetzt auch nochmal quatschen. Ein langweiliger Typ mit einem noch langweiligeren Hobby. Hey, ich bin sensibel. Sag doch sowas nicht.